Schönen guten Abend, Bautzen. Ich war heute schon in Dresden zur ersten Mai-Kundgebung oder zur ersten Veranstaltung in Dresden. Und das war auch sehr erfolgreich und ich bin natürlich immer wieder froh. Und wenn ich nicht dringend in Berlin sein muss oder irgendwo anders, dann bin ich natürlich auch hier und bin begeistert, dass nach wie vor mehrere hundert Leute auch, und Veit hat es vor uns gesagt, das Wetter hat ja eingeladen eigentlich zu irgendwelchen Ausflügen, aber die Leute, für die Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung wichtig ist, also die kommen eben hierher. Und ich bin natürlich auch sehr froh, dass ich heute dabei sein durfte, als die junge Dame hier aus Baden-Württemberg quasi hier sprechen durfte. Das bringt mich natürlich gleich dazu, eine der nächsten Großveranstaltungen anzukündigen. Am 13.05. in Hannover gibt es auch eine Friedensdemo. Das letzte Mal waren 3.500 bis 4.000 Leute da. Also wer zufälligerweise dahin einen Ausflug machen möchte nach Hannover, den lade ich dort ein. Große Friedensdemo mitten in Deutschland sozusagen, also in der Mitte, fast in der Mitte von Deutschland, sodass für jeden irgendwie der Weg gleich ist. Ich will ein bisschen was sagen zu den Vorrednern. Und hier wurde ja gerade gesprochen über die WHO. Die WHO ist ja quasi eine Unterorganisation oder gelenkt von der UNO. Und die UNO mag sein, dass die UNO 1946 gegründet wurde mit einer guten Intention. Das Problem ist nur, dass eben diese UNO unterwandert ist von Sozialisten. Die meisten Unterstrukturen wie die WHO, aber auch der sogenannte Weltklimarat, es wird alles von irgendwelchen Milliardären gesponsert. Das sind die Taktgeber, das sind die Auftraggeber, die letztlich unsere Freiheit im Endeffekt einschränken sollen. Die wollen sozusagen die Kontrolle möglichst über die ganze Welt haben, also über die ganze Weltbevölkerung. Und deswegen ist es so wichtig und ich bitte euch auch wirklich diesen Brief quasi runterzuladen, an die Abgeordneten zu schicken. Ich werde diesen Brief dann wahrscheinlich auch bekommen, aber ich werde jede einzelne E-Mail dann auch beantworten, natürlich mit einer Standardantwort, also anders geht's nicht. Wir haben uns gerade darüber unterhalten in der Corona-Zeit, als die allgemeine Impfpflicht quasi drohte, habe ich, glaube ich, 3.000, 4.000 E-Mails pro Woche bekommen und trotzdem habe ich sie natürlich alle beantwortet. Der Rest, oder die meisten anderen von den anderen Parteien, haben sie natürlich nicht beantwortet, die haben sie aber nicht ignoriert. Und das ist das, was Veit gerade gesagt hat, sie haben sie nicht ignoriert, sondern alle diejenigen, die diese Mail geschrieben haben, haben vielleicht dazu beigetragen, darüber nachzudenken und deswegen gab es dann natürlich auch keinen Fraktionszwang, sondern verschiedene quasi Gesetzesentwürfe, die dann glücklicherweise auch deswegen, weil Millionen Leute auf der Straße waren, nicht zum Tragen kamen und deswegen haben wir auf der Straße diese allgemeine Impfpflicht auch verhindert. Und dafür nochmal großen Dank, können wir uns alle auf die Schulter klopfen, dass wir das geschafft haben. Und wir haben uns gerade auf dem Demonstrationszug, habe ich mich mit mehreren Leuten unterhalten, auch mit der jungen Dame hier aus Hannover, die hier vorne steht, ne? Also ist eine der Mitorganisatoren Hannover Friedensdemo. Und wir haben uns darüber unterhalten, warum jetzt weniger Menschen auf der Straße sind als damals, als es gegen die allgemeine Impfpflicht ging. Und sie hat den schönen Spruch geprägt, dass damals quasi die Schlinge schon um den Hals lag und sie kurz davor war, zugezogen zu werden. Und die ganzen Themen, die wir jetzt haben, wir haben quasi einen Krieg in der Ukraine, der nicht unser Krieg ist, aber er ist eben weit weg. Wir haben quasi ein Verbot von Verbrennerheizung, aber das ist weit weg, also zeitlich gesehen. Wir haben quasi eine Sanierungspflicht, wo dann, wenn bestimmter K-Wert nicht erreicht werden wird, diese Gebäude quasi enteignet werden. Die werden für unbewohnbar erklärt. Das ist wirklich nicht nur eine faktische, sondern das ist eine praktische Enteignung. Aber es ist eben so weit weg. Und deswegen müssen wir diejenigen, die hier stehen, auch ihre Verwandten, Bekannten, Freunde sensibilisieren, das ist nicht weit weg. Der Krieg ist nicht weit weg. Der Krieg kann jeden Tag, wenn eine Rakete auf einem fremden Territorium einschlägt, kann der Krieg zu uns kommen. Und deswegen müssen so schnell wie möglich Friedensverhandlungen eingeleitet werden. Und da gebe ich meinem Vorredner hier aus Stuttgart sehr recht. Wir müssen Druck machen und schreiben Sie eben nicht nur zu diesem WHO-Vertrag, sondern machen Sie meinetwegen einen Standardbrief, keine Ahnung, eine Standardmail, aber klicken Sie jeden Tag wieder drauf auf Enter und schicken Sie jeden Tag diesen Abgeordneten im Bundestag E-Mails und
natürlich am besten von sehr vielen Menschen, damit die jeden Tag erinnert werden, wir wollen Frieden und ihr seid verpflichtet dazu, Schaden vom deutschen Volke abzuwenden. Und der größte Schaden, den dieses Volk, dieses Land erleiden könnte, wäre, wenn der Krieg zu uns kommt. Und deswegen bitte ich euch, haltet durch. Das ist kein Sport. Das ist kein Sport, das ist ein Marathon. Einige haben das sozusagen, die vielleicht vor einem Jahr auf der Straße waren, haben gedacht, wir könnten hier ganz schnell was ändern. Nein, wir brauchen einfach den langen Atem. Und wir haben den langen Atem. Irgendwann werden wir uns durchsetzen mit unseren Friedensforderungen, mit den Forderungen nach Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung. Und ich werde so oft wie möglich hier dabei sein. Vielen Dank. Mine is the sunlight, mine is the morning.